Hydration. Hashtag hydriert euch. Trinken ist wichtig. So, und dann wieder zurück zur Taverne, wenn ich das richtig sehe, ja. Da wartet sich der Kollege darauf, auf den Bericht, ob seine Kollegen noch leben. Müssen wir ihm jetzt leider sagen, ist nicht mehr der Fall. Warum glotzt ihr so? Immerhin haben wir das jetzt mal hingekriegt. Haben die Quest nicht erledigt? Das war ja eine schwere Geburt. Dort in der Höhle zurechtzukommen. Die Pflanzen abzuernten. Ich hoffe, das war's jetzt und wir müssen nicht noch eine Höhle abernten. Wir haben ja schon die Ghoul-Höhle, die Ghoul-Sache gemacht. Wahrscheinlich im letzten Stream. Wenn ich mich richtig daran erinnere, war das im letzten Stream. Und heute hier die Pflanzen. Ja, speichern wäre mal nicht schlecht. Das wäre keine schlechte Idee. Und dann mal weiter. Zurück zur Stammkneipe. Zurück ins Dorf. Hinter die Stadtmauern. Ja, hier jetzt lang. Das mit den Blumen müssen wir noch mal klären. Wie wir die Quest gelöst kriegen. Das ist ja die nächste Hauptquest. Wir machen ja hier nur die Hauptquests. Sidequests lassen wir mal lieber beiseite. Hier erstmal nur die Story. Hauptquests. Magst du Witcher bisher eigentlich? Ja. Was heißt mögen? Also es ist... Also ich finde es so ein bisschen, also so diese Kampfszenen, die Kampfsequenzen hier, das gerade in der Höhle und so weiter, die... Ich finde es dann doch manchmal ein bisschen donnerlästig, also... Ich weiß nicht, ob ich das mag. Also ein Fan werde ich davon bestimmt nicht, von dem Spiel. Es ist nett, das mal zu spielen, aber... Geralt? Auch von dem Franchise bin ich jetzt nicht wirklich ein Fan. Leute, ihr habt mein Verschwinden erwähnt. Wisst ihr etwas darüber? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Geralt. Ihr seid gestorben. Vor 5 Jahren wurde ich beim Massaker in Rivien Zeuge, wie ein Schurke euch eine Mistgabel in den Bauch rammte. Ich sah euch mit eigenen Augen verbluten. Dachte ich zumindest. Ich habe genug Leichen gesehen, da kenne ich mich aus. Naja, soweit ich mich erinnere, veränderte die Hexermutation euren Körper auf drastische Weise. Aber es ist dennoch unglaublich, dass ihr überlebt habt. Ja, Modi, auch das, ja, also, ja, du sagst es, also Story gut, Gameplay schlecht. Ja, dann hast du das CD Projekt Prinzip verstanden. Ja, auch die Story, ja, die ist gut, kann man gut spielen, aber... Auch die reißt mich jetzt nicht so sehr mit, dass ich jetzt sagen würde, ich wäre jetzt ein Fan von Geralt oder ein Fan von dem Zwerg hier. Also es ist halt, es packt mich relativ wenig. Also deshalb, ja, ist nett, das mal zu spielen, weil Videospiele, Geschichte und so weiter, das muss man mal gespielt haben. Ich finde das gut, mal gespielt zu haben. Das ist, finde ich, wichtig, das mal gemacht zu haben. Könnt ihr um lohnende Summen spielen? Ihr wäret überrascht, wie populär es ist. Aber ich werde mir jetzt... Vermögen wurden damit gemacht und verloren. Manche nehmen es sehr ernst. Ich werde jetzt nicht zum Ultra-Fan und kaufe mir Merchandise oder sowas dazu und... Es ist ja... Wie steige ich in das Spiel? Es ist nicht so, als würde man einer Sekte beitreten. Ich bin Fan von dem Topfschnittmann aus Witcher 3 am Anfang. Okay. Witcher 3 kenne ich noch nicht. Außer mir sind das alles kleine Fische. Wann gilt... Ja. Na, aber nicht... Würfelpoker anfangen, ja gut. Jetzt wahrscheinlich nur eine Zeitquest. Wo können wir denn die Hauptquest jetzt weitermachen? Nach der Vergangenheit.
Warte mal. Das müsste hier sein. Darum bin ich ja pleite. Irgendwo hier müsste sich der Typ aufhalten. Eisener. Bist du das? Neuigkeiten? Ah, hier, ja, das ist der. Ich sind die sterblichen Überreste eures Freundes. Was war die Todesursache? Echinopse. Das sagt mir nichts, aber ich hoffe, dass ihr unsere Abmachung einhaltet und den Toten begrabt. Aber die Abmachung lautete... Wir waren uns einig. Ein anständiges Begräbnis oder ich zahle nicht. Was meint ihr mit anständig? In Ermangelung von etwas Besserem muss die Gruft unter der Kirche des Geistlichen genügen. Aha, okay. Müssen wir jetzt hier nochmal den Laufbursch machen für ihn. Für ihn und hier mal eben... Oh Gott, wie sieht der denn aus? Sieht denn... Oh Gott, wie sieht denn... Ach, das Smiley auf YouTube aus. Kappa. Ja, das ist ein seltsames Smiley. Als nächstes spielst du aber Witcher 2, oder? Nee, als nächstes spiele ich Little Nightmares 2. Dann auf Twitch. Im Let's Play. Als nächstes spiele ich erstmal Lego Holperte die Jahre 5 bis 7. Nee, anders. Noch anders. Als nächstes spiele ich hier Sea of Thieves mit dir. Das spiele ich als nächstes. Ganz als nächstes. Aber als nächstes großes Projekt nach Lego Holperte 5 bis 7. Obwohl Lego Holperte 5 bis 7 werde ich wahrscheinlich danach Witcher auf dem Kanal hochladen. Das Let's Play Parts. Ja, wir müssen zu der Kirche hin. Ja, wir gehen jetzt mal hier hoch. Warum nicht? Geh mal hier entlang. Mal einen anderen Weg. Witcher 2 will ich auch irgendwann mal spielen. Risen 3 steht übrigens auch noch aus. Just saying. Naja, das habe ich, glaube ich, mal gestreamt. Irgendwann mal vor einem halben Jahrzehnt gefühlt. Das sag ich auch mal irgendwann. Aber das werde ich nicht spielen. Also solche Spiele sind generell... Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich Witcher weiterspielen will, ob ich Witcher 2 und 3 spielen will. Vielleicht reicht es doch jetzt mal nach. Wenn ich dann Witcher 1 durch habe, reicht es mir vielleicht auch. Vielleicht irgendwann Witcher 2 und irgendwann Witcher 3. Aber in ferner Zukunft. Erstmal kommt Little Nightmares 2 und andere Projekte. Nach Little Nightmares 2 wollte ich dann sowieso noch hier Monkey Island spielen. The Curse of Monkey Island. Das hast du mir, glaube ich, geschenkt, Modi. Oder Prof war's, ich weiß nicht. Skyrim müsst du auch noch spielen. Ah, nee. Nee. Irgendwann vielleicht. Ich sag nicht. Ich sag mal, sag niemals nie, aber... Sag niemals nie. Außer bei Fortnite. Das habe ich auch nur als letztes gespielt. So manche Spiele. Ja. Skyrim wird vielleicht irgendwann eines Tages... Bestimmt nicht mehr 2021. Halte ich für unwahrscheinlich. Skyrim 2021. Ich kann es auch nicht versprechen, aber... Wenn im Winter mir irgendwann die Stream-Projekte rausgehen und so... Ja... Fortnite, Disneys hauseigene Werbeplattform. Ja... Das ist die Gruft unter der Kirche. Wie kommen wir da denn jetzt hin? Die Gruft unter der Kirche, da gibt es doch bestimmt wieder Monster. Wie ich das Spiel hier kenne. Ist das die Gruft? Haus des Restlichen. Hier können wir den doch begraben, oder? Im Keller des Geistlichen. Das muss ich dir aber erstmal Modding beibringen. Denkst du, ich habe drauf Bock? Ja, Skyrim wird jetzt das so. Also, es dauert noch, das dauert. Tabellentür. Na, ausnahmsweise abgeschlossen. Sprecht, schnell. Nee, Witcher werde ich erstmal nicht.
Skyrim möchte ich jetzt vorerst nicht spielen. Das ist ich möchte gerne einen Mann in der Gruft unter der Kirche begraben. Ihr habt das ewige Feuer entfacht. Ich bin euch so dankbar. Dann ist es abgemacht. In der Gruft steht ein verfallender Sarkophag. Verfallend? Wollt ihr lieber ein Loch ausheben? Ich nehme den Sarkophag. Ja, und wie kommen wir hin? Quest aktualisiert. Oh, wir können in die Kapelle rein. Sehr schön. Endlich. Endlich in der Kapelle drin. Altar plündern. So muss das sein. Den Messwein klauen. Ihr könnt keine Gegenstände mehr mitnehmen. Das ist doch skandalös. Ich will den Messwein klauen. Müssen wir vielleicht erstmal was aufessen. Ein bisschen Speisen in der Kirche. Ich nehme den Messwein mit. Das wäre ja wohl... Ich würde es ja bereuen, wenn ich die nicht mitnehmen könnte. So, jetzt ist ein Platz frei. Jetzt können wir den Altar plündern. Hier Weißwein mitgenommen. Sehr schön. Ist ein Messwein geplündert. Das Buch können wir nicht mitnehmen. Schade. Hier, ab in die Gruft. Erstmal die christlichen die Christen bestehen. Echter Pole, dieser Geralt. Tja. Sarkophag. So, hier mal den Schädel rein. Ach du Schreck. Kennt ihr mich noch? Ich erinnere mich. Ihr habt mich gejagt. Ihr und eure abscheuliche Jagdgesellschaft. Das tue ich immer noch. Geister. Nur das Wort jagen trifft es nicht ganz. Wieso nicht? Meine Aufgabe ist es, ein Schicksal zu erfüllen. Angenommen, ich glaube euch. Verratet ihr mir mein Schicksal? Schicksal ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide. Die Stimme ist ja die andere ist. Ist. Es gibt kein Schicksal. Nur Zufall und Wahrscheinlichkeit. Die wilde Jagd. Ihr stellt das Schicksal in Frage. Glaubt ihr denn nicht, dass ein vom Schicksal gezeichnetes Kind die Hexerprüfung ablegen wird? Du sollst mir geben, was du schon besitzt, aber nicht erwartet hast. Kommt euch das bekannt vor? Nein. Wenn das Schicksal keine Macht hat, wiederholt meine Worte. Das solltet ihr nochmal überdenken. Ja. Ich werde stets auf eurer Fährte sein. Das ist übrigens der Stammsprecher von Scarecrow und viele DC-Nebenfiguren. Aha. Noch eine Figur. Noch ein Geist. Es und spielt mit ihm. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide und die andere ist... Der Tod? Nein, wir sind es, die gestorben sind. Euretwegen. Da er euch nicht zu fassen kriegt, begnügt er sich mit uns. Der Tod folgt euch auf Schritt und Tritt, weißer Wolf. Aber andere sterben. Euretwegen. Ja, schön. Nein. Es werden von einem Geist angegriffen. Wir sollen mal jetzt einen Geist besiegen. Mit dem Schwert vielleicht. Okay, scheinbar können wir einen Geist besiegen. Ist schon mal möglich. Die Geisterhunde haben wir auch schon besiegt. Scheinbar ist das möglich mit dem Schwert. Aber was ist der Geist denn, wenn ich ihn besiegt habe, wenn ich ihn getötet habe? Ist dann doppelt tot oder? Rotameteoroid.
kann nichts mehr tragen. Ach du Schande. Ich muss wieder ein bisschen Fisch essen. Inventar. Fisch essen. Ist hier noch Platz im Inventar? Wir müssen mal einen Platz finden, wo wir unser Zeugs ablegen können. Wahrscheinlich in der Truhe in der Kneipe. So, wir haben Tote besiegt. Kleine Schlacht in der Kirche. So, die Quest. Questlast der Vergangenheit. Es ist Zeit, meinen Lohn bei den Wartenden abzuholen. Ganz so sieht's aus. Ich muss der Hexe 5 Westen und weite Möhre zum Messe Blüterblumen bringen. Ja, das ist die nächste Quest. Wo wir noch rausfinden müssen, wie das geht. Schnauze. Nennt ihr uns hier Missgeburt? Ja, hier, das hatten wir schon. Auf die Karte wollte ich mal gucken. In welche Richtung wir jetzt laufen, da und auf meinen. Zurück zum. Zur Dorfkneipe. Ja. Also um nochmal zurückzukommen zum Thema Witcher 2, Witcher 3. Nach Witcher wird es hier auf jeden Fall eine ganz lange Pause geben mit Witcher. Also Witcher 2 werden wir, wenn dann, also Ende 2021 vielleicht. Da kann ich auch noch nichts zu sagen, aber es kommen erstmal noch jede Menge andere Projekte. Da hat noch vieles anderes Vorrang. Nennt Geralt Missgeburt, aber hat selbst einen Kreis als Stammbaum. Ja. Du sagst das. Ja, Ritual der Macht. Der Magie. Falls das jetzt irgendwas gebracht hat. Ja. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir irgendwann vielleicht noch dieses Jahr Witcher 2 spielen. Unmöglich ist nicht. Halte ich für sehr möglich, aber... Also wenn dann werde ich es auf jeden Fall chronologisch spielen. Ich werde Witcher 2 nach Witcher 1 spielen und Witcher 3 nach Witcher 2. Das ist auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall so sein. Wenn ich das spiele. Lassen Sie mich hier nicht rein. So, wo ist der Kollege? Kalkstein ist nicht mit ihm reden wollen. Hier, der Clown. Neuigkeiten? Ich habe euren Freund begraben. Ich habe euren Freund begraben. Traurig, wenn man so enden muss. Irgendwo in einem vergessenen Dorf. Es war ein anständiges Begräbnis. In dem Fall kann ich reinen Gewissens abhalten. Und Gwent nach Witcher 3 und Cyberpunk nach Gwent. Ach, ja. Vergiss es. Hier. Morty. 200 Orens. Herzlichen Dank. Quest abgeschlossen. Last der Vergangenheit. Falsche Tür. Hier geht's raus. Mal schauen. Erstmal gibt's viele andere Projekte, die ich spielen will. So, die nächste Quest. Wo finden wir die? Von Monstern und Menschen. Muss der Hexer 5 weitere Möhre zu Blüten bringen. Auf der Karte wird es jetzt als im Pub in der Raststätte angezeigt. Vielleicht müssen wir die kaufen oder so. Ich weiß es nicht. Wird auf jeden Fall in der Kneipe angezeigt. Als ob da Blüten wachsen. Ich würde auf jeden Fall hier mal speichern.
Das wäre nicht schlecht. Vielleicht kann man hier irgendjemand Blüten kaufen. Kellnerin. Ich möchte gern bestellen. Es ist mir eine Freude. Was gibt's denn? Hast du Blüten? Nee, hast du nicht. Was kann ich euch bringen? Erstmal nichts. Bis später. Und hier auch nichts. Vielleicht finden wir irgendwo einen Händler. Ich möchte das aufbauen. Ja, das hier lagern, das wäre nicht schlecht. In die ganzen Bücher hier. Das wäre nicht verkehrt. Können wir hier mal ein bisschen was lagern. Trink können wir es mal behalten. Den Alkohol auch. Sehr schön. Und auf Feldpflanzen sollten wir vielleicht erstmal behalten. Jetzt brauchen wir vielleicht noch einen Diamant. Den sollten wir vielleicht nicht mit uns rumschleppen. Den sollten wir verkaufen. Wenn es was essbar ist, sollten wir hier mal mitnehmen. Waffenausbaustufe. Okay, lassen wir erstmal hier. Noch mehr Feuersteine. Bernstein. Will jetzt hier mal erstmal alles wegpacken und was nicht. Ja, den Schal brauchen wir auch nicht wirklich. Salamandra-Bosche sollten wir vielleicht auch behalten. Ansonsten ganzen Wertsachen hier. Blaubeeren als Speise. Die Schriftrollen und so weiter. Die Eulenrollen. Hier das ganze Getränk Zeugs. Ein Trink hier oben rein. Das kommt hier hinein. Wir mal lieber das dort oben hin. Inventar sortieren. Dann haben wir wieder Platz hier im Inventar. Frische Krautblüten haben wir hier. Das sind nicht die, die wir sollen. Weiße Blüten sollen wir mitbringen. Wurde gesagt. Haben wir sie zur Seite geschubst oder was? Kalkstein, hast du vielleicht was für uns? Was führt euch hier? Tja. Lebt wohl. Der hat nix. Kriegen wir hier vielleicht irgendwo einen Händler? Spieler? Antiquar. Antiquar wird es wahrscheinlich nicht haben. Der hat weitere Bücher. Achso, die können wir verkaufen. Die Bücher. Nee, erstmal nicht. Reisender, Reisender, Bauer. Bauer. Kaufmann. Die verdammten Eichhörnchen greifen Konvois an. Genau wie im Krieg. Die verdammten Eichhörnchen. Okay, mit dem können wir nicht hängen. Handeln. Trinken was mit mir. Trinken was mit mir. Auf jeden Fall. Leb wohl. Bauer, Bauer, Bauer. Felsender. Geiger. Der Bade. Der kann singen, der Bade. Sultan. Was ist mit ihr? Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Wo ist Alvin? Eine hiesige Wahrsagerin namens Abigail nahm ihn unter ihre Fittiche. Ich hoffe, es war richtig, ihr den Jungen anzuvertrauen. Sie wirkt etwas seltsam. Ich statte Ihnen einen Besuch ab. Danke, Geralt. Wir sprechen uns noch.
Okay, dann sollten wir vielleicht zu Abigail. Vielleicht hat sie noch einen Tipp. Die hat uns ja auch den Tipp, die Quest mit den Blumen gegeben. Ich kann ihr uns nochmal was erzählen. Wie wir das jetzt machen. Ansonsten hier noch Faustkampf. Ansonsten blick ich jetzt nicht, was wir hier noch machen könnten. Fragen wir die zwei hier nochmal. Geralt? Trinken wir was? Können wir mal ein kleines Trunkspiel machen? Ist ja noch Tag. Wenig Alkohol. Das war eine Messwein hier. Mittlerer Alkoholgehalt. Messwein. Ob Abigail das Abi hat? Achso, ja. Ziegenmilch? Nee. Jetzt nicht. Kuhmilch auch nicht. Den Zwerg unter Tisch trinken. So. Das ist wenig Alkohol. Mittlerer Alkoholgehalt. Ui. Unglaublich! Der alte Gegner. 25 nicht geschafft. Unter den Tisch. Ah, okay, jetzt sind wir stark besoffen. Neuigkeiten? Hast du vielleicht Blumen? Gänseblümchen hat er. Tulpen hat er. Orchideen hat er. Und Ringe. Die können wir dann jemandem schenken und damit für uns gewinnen. Silberner Ring mit Rubinen. Können wir den kaufen? Können wir jemandem mal schenken? Können wir hier mal. Shani, möchtest du den Ring haben? Wolltet ihr mich Wir sprechen. Ja. Wir schenken den Ring mal, lieber Abigail. Können wir uns mit der mal anfreunden? So, jetzt müssen wir erstmal besoffen unseren Weg zu Abigail finden. Ein Zwerg unter den Tisch gesoffen. Jetzt müssen wir zu besoffen hier erstmal zurechtkommen. Ich hoffe, es wird nicht nachts, weil dann müssen wir besoffen kämpfen. Das ist ein bisschen mühselig. Das Abigails Haus müsste hier sein. Ja, das Abigails Haus. Gehen wir da mal nach. Ort der Macht. Okay. Verflucht, ich hab Durst. Nee, ich hab keinen Durst mehr. Ich hab genug gesoffen. So, langsam voran. Das Abigails Haus. Dann trink was. Geh in die Kneipe und kauf dir was zu trinken. Also auf zu Abigail. Es sollte jetzt ein bisschen dauern, aber ja. Wir kriegen das schon hin. Ja, und sonst so, wie war dein Tag so? Modi, das jetzt hier wahrscheinlich eine halbe Stunde noch dauern wird, bis wir beim Haus sind von Abigail. War tief bei dir so bisher. Mich hast ja schon gefragt, was heute war. Wie war dein Tag so heute? Was lief bei dir so? Auf die Karte wollte ich gucken. Den halben Weg haben wir schon. Es ging doch hin. So lange ist er auch wieder nicht. Wie gesagt, bin aufgestanden, habe was gegessen und warte aufs Weitlisten. Hoffen wir mal, dass du nicht blacklisted wirst. Da wünsche ich dir das Beste. Abigails Haus. So, da sind wir.
gekommen. So, hallo Abigail. Was wollt ihr? Tipp. Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Wie ich sehe, habt ihr Alwin aufgenommen. Ja, das ist denkt ihr, ich würde eine Waise im Stich lassen? Davon abgesehen hat er Potenzial. Was meint ihr damit? Er besitzt Macht, die er wohl nicht kontrollieren kann. Jetzt schläft er erstmal mit Hilfe der Kräuter, die ich ihm zusammengemischt habe. Wie edel von euch. Nur wenige würden in diesen Zeiten ein zusätzliches Versuch auf dem dritten Server. Der Winter im ersten habe ich schon nur, bin ich schon wenn raus. Ich hungrig bin, esse ich ihn weil auf. Ich keine Ahnung vom effektiven Mafia-Aufbau und Gangverhalten habe. Die halten mich für ein Ungeheuer. Seid ja. ihr eines, Abigail? Wir haben alle ein Ungeheuer in uns. Versuchen kann man es ja. Jetzt können wir hier was kaufen. Die Blumen können wir ja wahrscheinlich nicht kaufen. Rotes Band. Können wir hier vielleicht den Ring schenken? Jetzt haben wir den Ring um. Was wollt ihr? Wir sehen. Schade. Trophäenfach. Okay, hast du vielleicht noch einen Tipp zur Quest oder? Was wollt ihr? Darf ich euch. Wenn es sein muss. Habt ihr eins? Was ist mit eurem Schwert? Beide sind für uns. Ich kenne da eine Salbe. Vielleicht dann. Was wollt ihr? Vielleicht erstmal ausruhen, das wäre nicht ganz so schlecht. Können wir uns von dem Suff erholen. Ein paar. Ja, 23 Stunden meditieren. Warum nicht?